Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Mittwoch, dem 2. Dezember 2020. Gestern ein Kursplus von 0,9%, heute ein Kursrückgang von 0,5%. Etwas mehr als die Hälfte des gestrigen Kursplus wurde somit heute schon wieder zunichte gemacht. Ja, noch immer kann sich der deutsche Aktienindex nicht für eine neue Richtung entscheiden. Denn, wie schon des Öfteren betont, müsste ein Ausbruch per Wochenschluss über 13.500 Punkte idealerweise erfolgen, um ein neues Kaufsignal beim deutschen Aktienindex in die Wege zu leiten. Solange dies nicht der Fall ist, ja, schiebt sich quasi Tag für Tag meine skizzierte Analyse immer mehr in die Zukunft. Es dauert einfach anscheinend, bis wir zumindest mal eine Mindestkonsolidierung bekommen, außer eben es kommt zum Ausbruch. Aber man muss hier schon ein wenig vorsichtig sein, denn selbst bei einem Ausbruch sehen wir, dass das obere Bollinger Band durchaus als Begrenzung auch dienen könnte. Das heißt, mit einem Ausbruch muss es nicht eben direkt zu einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung kommen. Die Gefahr ist weiterhin natürlich auch gegeben, dass wir aufgrund des massiv überkauften Marktzustandes, den uns der Relative Strength Index im unteren Parameterbereich darstellt, dass, wie gesagt, eine Konsolidierung hier nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Aber natürlich, der Corona-Impfstoff weiterhin einer der Top-Themen, hält hier weiterhin die Hoffnung im Markt aufrecht, dass es weiter nach oben gehen könnte. Wobei man weiterhin ganz klar betonen muss, aufgrund des Kursanstiegs der vergangenen 4 Wochen sehe ich hier nicht mehr wirklich viel Potenzial. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein kleines Strohfeuer, aber dann könnte es eben auch die Devise Sell on Good News einmal zur Diskussion stehen. Dann noch ein Blick auf die BMW-Aktie als Aktie des Tages. Hier könnte es in der Tat nun in dieser Woche zu einer Trading-Idee kommen. Sprich als Trading-Idee der Woche präsentiert werden, weil eben BMW sich im Wochenchart an einem Kurswiderstand ein wenig die Zähne ausbeißt, schon in der Vorwoche eine Umkehr gebildet hat, jetzt in dieser Woche zwar ein kleines Kursplus vorweisen kann, aber in Summe dürfte wohl hier tatsächlich der Kursanstieg auch in Anbetracht eines deutlich überkauften RSI im Wochenchart hier, wie gesagt, zu einer Kurskonsolidierung führen. Idealerweise könnte es hier bei der BMW-Aktie auch nochmals einen deutlich stärkeren Rücksetzer geben. Allerdings blicken wir zunächst einmal auf den Tageschart und hier wäre eben Potenzial bei einem Durchbruch der Marke von 72 Euro bis eben zurück in den Bereich von ca. 67 Euro. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis morgen früh, dann natürlich wieder mit dem Blick auf die Wall Street.